Zeichenvorlagen in Writer, LibreOffice 6.4. In einem Absatz können Buchstaben, einzelne Wörter oder Wortgruppen mit Zeichenvorlagen anders formatiert werden. Dazu wird der Text markiert oder der Cursor in ein Wort gestellt und anschließend auf die gewünschte Zeichenvorlage doppelt geklickt. Der Link unterhalb des Videos führt zu weiteren Informationen. Dort wird beschrieben, wie man eigene Zeichenvorlagen erstellen kann.